Der Landtag hat kürzlich die Änderungen der Landesbauordnung beschlossen. Laut Cornelia Lüdemann, Vorsitzende der Landtagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen, wird die Bauordnung ökologischer, mehr grüne Städte und natürliche Häuser. Mehrgeschossige Gebäude dürfen jetzt mit Holz gebaut werden. Kommunen können die Dach- und Fassadenbegrünung verpflichtend machen. Sogenannte Schottergärten sind verboten. Eine Begrünungspflicht von unbebauten Flächen auf Grundstücken ist vorgeschrieben. Die sogenannte kleine Bauvorlagenberechtigung machte es nötig, die Landesbauordnung anzupassen. Handwerksmeister und Absolventen eines Architektur- und Ingenieurstudiums können Gebäude der Klassen 1 und 2 planen und entsprechende Bauanträge einreichen. Das sind Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 Metern, nicht mehr als 2 Nutzungseinheiten, freistehend oder nicht freistehend, sowie mit einer Grundfläche von nicht mehr als 400 Quadratmetern. Auch mobile Hühnerställe bis 130 Kubikmeter, also mit Platz für etwa 350 Hühner, können ohne Baugenehmigung aufgestellt werden. Dies senke die Hürden für diese artgerechte Form der Tierhaltung.